Herbert, wie Ja. hast du denn damals 50er und 60er Jahre in Berlin so erlebt? Ja, ich bin ja 1955 aus der Schule gekommen und mein größter Wunsch war, Kameramann zu werden. Meine Mutter meinte nur, ich wäre wohl zu oft ins Kino gegangen. Deshalb der Wunsch, Kameramann zu werden. Ich bin aufgewachsen bei einem Stiefvater, der eine kleine Spedition hatte und meinte unbedingt, ich sollte Speditionskaufmann werden. Das habe ich aber abgelehnt und dann gab es nur den Spruch, aus dir wird ja doch nichts. Ja, und das war dann, wollte ich ihm dann doch zeigen und dass ich doch so etwas schaffe. Und wie ist das denn so? Wo hast du denn da angefangen? Bist du in die Kopieranstalt gegangen oder wie Ja, hat es war sich ja, die... ja, es war ja damals nicht ganz einfach, so einfach als Kameramann zu erscheinen oder irgendwie zu werden. Ich habe bei einem Fotografen gelernt, ein halbes Jahr. Dann habe ich ein Studium gemacht an der Fachschule für Optik und Fototechnik. Das habe ich beendet nach 2 Jahren als Filmtechniker. Und anschließend habe ich dann ein Jahr noch in der Kopieranstalt gearbeitet. Und dadurch kam dann ein Kontakt zustande, sodass ich dann zur Wochenschau als Kameraassistent gehen wollte. Und sag mal, du gabst doch damals auch flotte Mädels. Wir waren ja jung und so. Allerdings, Wo ja. seid ihr denn da abends so ausgegangen? Was habt ihr so Naja, gemacht? das Lieblingsrestaurant war natürlich die Badewanne in der Nürnberger Straße. Das war immer ganz lustig. Da gab es Gertrud, die Kellnerin. Und man musste immer einen Eintritt bezahlen, und zwar 2 Mark. Die hatten wir gerade noch. Und dafür gab es da eine Cola und einen Wodka oder einen Cognac. Und dann gab es das Preistanzen. Und wer das Preistanzen gewonnen hatte, bekam eine Flasche Wein. Und da wir alle gute Tänzer waren, hat immer einer von uns die Flasche Wein gewonnen. So, das war unser Vergnügen sonntags abends. Wir sind allerdings nur am Wochenende weggegangen. Ich war ja damals 17 Jahre alt, nicht? Und da war ja noch, musste man ja aufpassen, nicht? Minderjährig, so nach dem Motto. Ja, und Geld hatte man ja auch nicht Geld viel, hatte ich ja nicht? auch nicht, nee. Wie Zu gesagt, der beim Zeit. Stiefvater aufgewachsen, der auch noch geizig war, weißt du, also, Ja. nicht? Ja, aber wie gesagt, es klappte dann ganz gut, dass ich dann in der Kopieranstalt jemanden kennenlernte und hörte, dass ein Job als Kameraassistent bei der Wochenschau frei wird. Und dann habe ich mich beworben, ich hatte ja eine gute Ausbildung, habe ich mich beworben und wurde angenommen. Und zwar bei der Deutschen Wochenschau in Hamburg, Zweigstelle Berlin. Und das bei deinem Vater. Ja, und erzähl doch mal, wie das so war. Ich meine, er war ja wohl relativ streng, aber eben auch Ja, es war leben und leben lassen, sagen genau, wir es war mal. etwas ungewohnt, die ganze Geschichte. Denn als ich anfing, dachte ich kann gleich durch die Kamera gucken und die ersten Einstellungen drehen. War nichts. Autowaschen war angesagt. Der hellblaue Mercedes, weißt du, unser Dienstwagen musste immer frisch gewaschen sein. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Und ich muss sagen, wir wurden nachher, man kann nicht sagen Freunde, das wäre übertrieben, aber wir hatten, glaube ich, eine gute Partnerschaft. Also ich war sehr froh, dass ich Assistent sein durfte bei deinem Vater. Und ihr wart doch auch mal zusammen in Leipzig und habt dort diese großartige Begegnung mit Khrushchev gehabt. Ja, wir waren ja öfter Und unterwegs, ja, genau. wie war das denn so? Erzähl doch mal so ein bisschen. Das war sehr lustig. Also wir kamen an mit dem frisch gewaschenen Wagen und dann hatte man uns als die ganzen westlichen Kameramänner, es gab ja noch andere Wochenschauen und die amerikanischen Fernsehsender, auf ein Podest gestellt wollen. Und da sagte dein Vater zu mir, nee, das ist mir zu weit, das geht doch gar nicht. Aber du hast doch zwei Kamera, hast doch noch 2 Binden vom Argus-Rennen im Koffer, Armbinden. Aber ich sagte, da steht doch Argus-Rennen drauf. Ja, sagte er, aber vor der Wochenschau. Also haben wir uns die beiden Binden umgewandt, sind zu diesem Podest, wo Khrushchev gerade angefangen hat zu reden, gegangen und ein Stasi. Und die haben natürlich geguckt, was ist denn das? Ich sagte, Wochenschau, Wochenschau. Haben sie sofort hochgelassen. Wunderbar, wir haben gedreht und als wir runterkamen, stand die Konkurrenz, nämlich der Augenzeuge, das war die DDR-Wochenschau. Und da hörte ich nur, wie die sagten, nur wenn Sie diese Armbinden mit der Aufschrift Wochenschau haben, können Sie hier drehen. Ganz schnell waren wir auf und davon. Ja, man musste also immer auch ein bisschen clever sein, um Die? an die Bilder zu kommen, ja, die andere vielleicht nicht
Diese Cleverness habe ich von deinem Vater gelernt. Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Ohne Cleverness kannst du diesen Beruf als Reporters, also Kamerareporters nicht machen. Du musst immer einen Schritt voraus sein, damit du dir die richtigen Aufnahmen kriegst. Ne? Und dann kam ja der 13. August 1961, als die Mauer gebaut wurde. Ja. Und dein Vater einen Herzinfarkt bekam. Ja, und du dann ja auch da schon selbstständig für die Wochenschau an der Grenze gedreht hast. Ja, richtig. Aber es war so, ich war ja 3 Jahre, ich habe ja 1900, wann habe ich 1958 bei der Wochenschau angefangen als Assistent. Später nannte sich das nach Jungkameramann und durfte dann ab und zu die zweite Kamera auch mal machen. Und 1961 hat ja dein Vater leider einen Herzinfarkt bekommen. Und ich bin dann eingesprungen und habe dann die Sachen, die Aufnahmen gedreht, habe auch noch eine große Belobigung von der Wochenschau bekommen, dass meine Aufnahmen im Kino laufen. Also für mich war das ein großer Erfolg, nicht für deinen Vater leider nicht. Ja, und dann war es, ich bin ja dann im September 61 nach Berlin gekommen, aus Bonn, wo ich Kameraassistent war bei dem Kollegen Lupper. Und du solltest ja dann nach Bonn und das wolltest du nicht. Ich hatte natürlich gedacht, eine andere Karriere. Ja, ich habe natürlich gedacht, ich kann in Berlin bleiben. Das war logisch. Ja. Und dann, ich kannte Herrn Lupper und ich wusste, nee, das ist nicht dein Fall. Da wäre ich immer nur Assistent geblieben. Und dann habe ich gesagt, habe ich gekündigt. Ja. Und dann habe ich ein Schreiben von der Wochenschau bekommen. Wie kann ich denn kündigen? Ja. Jetzt Fernsehen und zum Fernsehen gehen. Die Fernsehen hat doch keine Zukunft. Naja, so war das damals. Hat sich dann alles geändert. Ja, so ist es. Ja, ja. So, jetzt haben wir schon ein bisschen durcheinander gekommen. Hast du denn mit meinem Vater auch schon mal so Streitgespräche gehabt? Also sagen wir mal nicht fachlicher Art, sondern politischer Art, dass ihr irgendwie mal verschiedener Meinung wart oder sowas? Nein, das habe ich nicht gewagt. Ich war aber auch ganz selten anderer Meinung, aber das habe ich mich nicht gewagt. Nein. Ja. Wir hatten ja Respekt noch damals, im Gegensatz zu heute. Nee, das habe ich nicht gemacht. Er war für mich ein toller Lehrmeister. Ja? Und wie gesagt, die Cleverness, die er hatte, das ist wahrscheinlich durch seine Berichterstattung während des Zweiten Weltkrieges. Und ich weiß nicht, war ja sehr erfolgreicher Kameramann auch. Und deshalb. Ihr wart doch auch mal zusammen in Leningrad. Ja. War mit die ersten Journalisten, die da überhaupt zugelassen worden sind. Ja, wir haben einen Dokumentarfilm gedreht. Also wir haben für die Wochenschau gedreht und einen Dokumentarfilm. Ich weiß aber nicht, ob der jemals gezeigt wurde, über Leningrad. Und das war natürlich sehr spannend, weil wir wirklich die ersten westlichen Touristen waren. Also wir waren beide, uns war ein bisschen mulmig, wie wären wir nach dem Krieg, es war ja 13 Jahre nach Kriegsende, wir wären aufgenommen. Aber ich muss sagen, alle Leute waren sehr freundlich zu uns. Zumal ja Leningrad, wie es damals ja noch hieß, ja auch von den Nazis. Die drei Jahre belagert und so viele Tote ausgehungert. Ja. Nicht? Also, nein, aber wir wurden sehr, sehr freundlich aufgenommen, konnten die Aufnahmen drehen. Allerdings war später dann, als dann irgendwie, ich glaube, der Film fertig war und wir hatten da so ein paar Jungs gezeigt, diese Papirossi rauchen. Ich weiß nicht, ob die weiß, was Papirossi ist. Ja, das sind diese selbstgedrehten Zigaretten aus Zeitungspapier und Tabak. Und dass die Kinder das rauchten. Und das, ja, sagte die Botschaft, das gibt es bei uns nicht. Bei uns rauchen keine Kinder. Aber das war wohl haben sein. Haben wir ja als Jungs auch gemacht. Ja. Was hast du denn am 9. November 1989 gemacht? Da warst du ja nur lange raus aus dem Kameraberuf. Ja, ich habe ja ungefähr 15 Jahre nur als Kameramann gearbeitet und habe dann angefangen mit Antiquitäten und Kunst zu handeln. Weil mein richtiger Vater, mein leiblicher Vater, war Kunsthändler, der aber damals, als ich anfing als Kameramann, schon lange tot war. Und irgendwie mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht und das habe ich bis jetzt gemacht. Also ich bin bis zum Schluss Kunsthändler geblieben, habe mich aber jetzt langsam zur Ruhe gesetzt. Und bist du in dieser Eigenschaft damals auch in die DDR gereist und hast dort Kunstgegenstände
vom Staat gekauft. Das war wieder die Cleverness, weißt du. Ich hatte ja Kontakt damals als Kameramann auch zu der DDR, als vor der Mauer und auch nach der Mauer. Ich durfte auch immer drehen. Und dann kam mir irgendwann mal die Idee, als ich den Kameraberuf aufgegeben hatte, das war Ende der, wann war das, Ende der 60, Anfang der 70er Jahre, da müsste man doch in der DDR irgendwelche Antiquitäten einkaufen können. Nur waren diese Antiquitäten aber keine Antiquitäten, sondern Trödel. Also wenn man so will, habe ich angefangen mit Trödel, mit Standuhren, Wanduhren, Puppen und so was, Regulatoren, alles Mögliche zu kaufen. Also Antiquitäten waren das nicht. Ja. Das kam erst viel später, als dann das DDR offensichtlich immer mehr Geld brauchte. Und ich habe dann in der DDR eingekauft, aber immer offiziell bei den staatlichen Stellen, nicht bei Schaltkolodkowski. Das habe ich abgelehnt, da bin ich dann nicht mehr rübergefahren. Ereignissen, 13. August, wo hat man gedreht und was waren ganz starke Erlebnisse, an die man sich erinnert? Ja, Herbert, 13. August 61. Ich war ja da noch in Bonn und du warst hier in Berlin. Welches waren denn so ab diesem Datum oder auch an diesem Tag selbst so die entscheidenden Erlebnisse? Was man so gesehen hat, was einem in Erinnerung geblieben ist. Es war ja ein riesiges Ereignis. Allerdings, ja. Ich war auch ganz überrascht, als ich nachts oder frühmorgens einen Anruf erhielt aus Hamburg, weil dein Vater war wohl krank. Und man dachte mir, irgendwas muss an der Grenze los sein. Guck doch mal hin, was da passiert. Und dann bin ich dann ich hatte Gott sei Dank eine Kamera zu Hause und bin ich hingefahren. Ich hatte aber vorher mit deinem Vater telefoniert, dem ging es wohl nicht so gut. Mhm. Er hatte wohl an dem Tag einen Herzinfarkt bekommen. Und dann habe ich eine Grenze, erst zum Brandenburger Tor, wo man natürlich hinfährt, Potsdamer Platz. Und dann habe ich erstmal das Schlamassel gesehen, was da passiert. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass die auf einmal da eine Grenze abriegen. Es war ja nicht keine Vorankündigung. Das Einzige, was ich vorher immer gedacht hatte, was irgendwas passiert, weil es waren so viele Journalisten aus Amerika in Berlin. Also 4 Wochen vorher war ja die Schlagzeilen in den Zeitungen. Heute wieder 3000 Leute geflüchtet, 4000 Leute. Und dachte ich, ach, die sind deshalb hier, weil diese Fluchtbewegung ja so groß war. Aber dass eine Mauer entstand oder die Grenze gesperrt wird, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Ja, und dann haben wir gedreht natürlich, oder ich gedreht, Potsdamer Platz, übliche, was alles so war. Und am nächsten Tag kam dann noch ein Kamerateam aus Hamburg noch dazu, sodass dann von früh bis abends ich unterwegs war, an allen Stellen Berlins gedreht habe. Und das ging dann jahrelang so. Und dann hattest du ja dieses Glück, in Anführungsstrichen, die Ermordung von Peter Fechter an der Mauer zu drehen. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie konnte es sein, dass du gerade quasi zum richtigen Zeitpunkt dort warst? Es war ein reiner Zufall. Aber ich muss vielleicht vorwegschicken, dass ich ja, wie gesagt, nach der Wochenschau mich selbstständig gemacht habe und für viele Agenturen in der ganzen Welt gedreht habe. Und ich hatte einen Auftrag von der Firma GTN. Helmut Sonntag war ein guter Freund von mir, der Inhaber der Firma. Und der hat gesagt, wir wollen dir ein oder zwei Filme drehen über die Mauer, mach das. Und ich bin selbstständig dann rumgefahren mit meinem VW Käfer. Und also erst hatte ich einen Käfer, später einen anderen Wagen noch. Und bin dann rumgefahren und habe überall immer die Aufnahmen gemacht, was gerade so passierte. An dem Tag wollte ich mir für eine Kamera ein Objektiv kaufen. Und zwar gab es in der Friedrichstraße ein Fotogeschäft. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Und als ich da hörte, damals hörte ich noch gut, besser als heute, hörte ich Schüsse und denke, was ist denn da los? Ich hatte immer die Kamera im Wagen, war ja immer noch klar, weil es um aktuelle Aufnahmen ging und bin dann dahin gerannt, was da auch passierte, konnte aber nicht wissen oder nicht sehen, was passiert war. Und dann irgendwann nach einer halben Stunde bin ich auf dieses Podest gestiegen und in dem Moment, wo ich auf dem Podest ankomme, wird der tote, ermordete Peter Fechter vorbeigetragen. Und ich konnte das dann drehen. Das waren also dann die ersten Aufnahmen, die überhaupt jeweils diese Unmenschlichkeit der Grenze zeigen. Weil ja vorher gab es ja keine Toten, also gab es Tote, aber es gab keine Bilder darüber.
Nicht? Und das war ein, das gab dann ein, überhaupt in Berlin ein Sturm der Entrüstung. Ich glaube, die Leute kamen dann an und wollten dann die Mauer stürmen. Und das war eine sehr dramatische Szene. Und du warst ja auch der Einzige zu diesem Zeitpunkt als Kameramann, der dort gedreht hat, bis auf einen weiteren Fotografen von Springer. Genau, weil die hatten, Springer hatte ja sein Hochhaus direkt neben der Mauer. Genau, und mein Freund Behra, der hat die Fotos gemacht. Und ich habe als Einziger einen Film gedreht. Und jetzt vor kurzem habe ich gerade erfahren, dass die UNESCO dieses Film als Weltkulturerbe einstuft und habe mich natürlich darüber sehr gefreut. Ja. Nicht? Obwohl es dramatische Bilder sind. Den Satz müssen wir nochmal nachsagen. Weltdokumentenerbe ist der korrekte Begriff. Weltdokumentenerbe, naja. Gut. Können wir auch ruhig richtig machen. Ja, weil es mit Kultur ja eigentlich wenig zu tun hat. Ach, Weltdokumentenerbe ist der richtige Begriff. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Also bei dem, dass du sagst, du hast jetzt erfahren. Ja, ach so, vor kurzem habe ich erfahren, dass meine Aufnahmen von dem getöteten Peter Fechter jetzt Dokumentenerbe der UNESCO geworden, Welterbe geworden ist. Und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ja, dazu kann man eigentlich kann man nur gratulieren. Danke, danke. War das so richtig? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall besser, weil die unterscheiden das eben für Kultur. Das sind eben Sachen wie Bauwerke, Landschaften. Ich kannte das immer als Weltkulturdokumentenerbe. Ja. Weltdokumentenerbe ist der richtige Begriff. Gut. Panzerkonfrontation. Ja. Und was waren tatsächlich, was mir immer fehlt? Komme ich denn da? Ich kann mich selber nicht hören. Geht das einigermaßen? Ja, das geht. Das geht. Ja, ehrlich? Nur eben ganz ruhig bleiben. Ich bin, Nein, man sieht es ja an den Händen. Das ist manchmal... dann muss ich die Hände verstecken. Weil die Hände sind ja ein Ausdruck dessen, was tatsächlich... Panzerkonfrontation. Panzerkonfrontation. Ja. Und was mir immer ein bisschen fehlt, Sie haben Berlin gekannt, als es offen war. Auf einmal macht man Ihnen 50% der Stadt dicht. Das muss doch irgendwie eine Entrüstung bringen. Oder hat man im Westen so gelebt, dass man den Osten gar nicht zur Kenntnis genommen hat? Den hat man nicht zur Kenntnis genommen. Lieber nicht sagen. Ja. Für uns war das immer, außer wenn wir einfach, jetzt lassen wir das Thema. Gut. Herbert, wie war denn das nur damals? Plötzlich, 13. August 1961, eine Stadt wird endgültig mit einer Mauer getrennt. Was war das für ein Empfinden? Wie haben Leute, mit denen du gesprochen hast, wie haben die darauf reagiert zum Beispiel? Also die meisten waren natürlich entsetzt, nicht, dass sowas überhaupt passieren kann. Aber irgendwo nach einer gewissen Zeit haben die Leute sich arrangiert mit der Mauer. Ja. Das ist ja ganz natürlich. Ja? Aber der Anfang war natürlich, es gab ja auch Demonstrationen gegen die Mauer, die natürlich auch von unserer Seite, von den Amerikanern und von den Polizisten, die wurden zurückgehalten. Abgedrängt. Ich hatte ja erzählt mit Peter Fechter, was danach für ein Aufstand war. Die Leute wollten die Mauer stürmen. Ja. Also das Entsetzen war schon enorm. Ja. Nicht? Und die Wut vor allen Dingen. Ja. Nicht? Ich kann mich noch erinnern, als ich dann später im September dort auch gedreht habe, dass die Leute gesagt haben, dieses Monstrum steht kein Jahr. Und dann hat sie letztendlich 28 Jahre gestanden. Ja. Da sieht man mal, was Geschichte für Zeitabläufe hat. Ja, allerdings, ja. Ja, wir haben natürlich in der Zeit viel erlebt. Nicht zum Beispiel, wenn ich daran denke, wie gefährlich diese Situation war an der Friedrichstraße, als die Panzerkonfrontation. Ja, da waren wir beide. Da waren wir beide da, nicht? Ja. Genau. Und da erinnere mich noch, wir haben dann in der Ruine gedreht. Weiß nicht, ob du auch in der Ruine warst. Wo der Fotografenkollege von der Landesbildstelle ein Loch in der Decke im übersehen Fußboden hat, nicht gesehen hat und bis in den Keller abgestürzt ist. Ja, das war schon dramatisch. Ja. Also da habe ich manchmal auch gedacht, damit jetzt könnte der Dritte Weltkrieg beginnen. Ja. Nicht? Es standen ja auf der anderen Seite die russischen Panzer. Ein Verrückter, der auf den Knopf drückt und seine Kanone abfeuert. So ist es. Genau. Dann war ja zur Zeit, glaube ich, auch die Kuba-Krise. Das kam ja alle zusammen, so dass das auf sich entwickeln hätte können zu einem Dritten Weltkrieg. Und Berlin war ja der Mittelpunkt des Kalten Krieges. Ja. Hätte auch ein heißer Krieg werden können. Wie war das denn eigentlich, um nochmal nachzufragen, der Auftraggeber Helmut Sonntag? Ja.
Was war denn das so für ein Mensch? Ich meine, wie war er denn so? Es war ein netter Kerl, lustig, nett, clever, auch clever übrigens, nicht doof, ja. Und ich habe, ich glaube, 5 Filme für den gedreht. Mein Honorar war 100 Mark am Tag. Und das war's. Nicht? Und dann aber, ich glaube sogar, wenn ich mich nicht ganz irre, hat er sogar von einem meiner Filme einen Filmpreis in San Francisco bekommen. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ja? Die Mauer der Schande, The Wall of Shame, so hieß der Film. Na, ich habe den durch die Wochenshow eigentlich immer nur bei irgendwelchen Ereignissen mal so am Rande gesehen. Ja, ja. Und deswegen kannte ich wir waren an sich ganz gut, wir waren an sich gut befreundet, kann man sagen. Ja. Wo es etwas geärgert, habe ich mich natürlich, als ich dann die Peter Fechter-Aufnahmen gegeben habe, habe ich natürlich auch nur 100 Mark gekriegt. Ja. Habe mir aber weiter gar keine Gedanken gemacht darüber, dass damit nachher Millionen verdient wurde. Ja. Das war natürlich, naja, das Leben ist so. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen gucken. Du hast doch auch mal für ETS gearbeitet. Ja. Wie war denn das so? Wo ist denn dieses ganze Material abgeblieben? Also ETS hieß ja European Television Service. Ja. Und wir belieferten damals die ganze Welt mit Nachrichten. Und ich war zuständig in Berlin hier. Und für den Ostblock und oder irgendwie Skandinavien, wo ich überall auch unterwegs war. Und was damit geworden ist, weiß ich nicht, weil ich immer, wie gesagt, als freier Kameramann, ich habe ja die Filme nie geschnitten gesehen. Ich bin da zum Flughafen Tempelhof gefahren, habe dann die Rollen abgegeben, den Flug, gleich manchmal sogar auf dem Flughafen selber gefahren, aber es ging das noch alles, dem Flugkapitän in die Hand gedrückt und in Frankfurt wurde abgeholt, denn die Firma saß in Wiesbaden. Aber was mit dem Material, wo das geblieben ist, weiß ich leider nicht. Ja. Und dann habe ich mich ja nach dieser ganzen Zeit, nachdem auch die Mauer nicht mehr so aktuell wurde, habe ich mich ja selbstständig gemacht als Filmproduzent und habe eigene Filme gedreht. Fürs Kino, Dokumentarfilme, dann kurze Spielfilme fürs Fernsehen und alles sowas. Bis mein letzter Film, der hieß Der fünfte Cross, das war so eine Persiflage auf die damaligen Crossläufe. Die wurden damals in, weißt du, das Motto war immer Hauptsache ankommen. Ja, und mein Held startet im Sommer mit dem ganzen Feld und kommt im nächsten Jahr im Winter an. Und das fanden die so damals bei der freiwilligen Selbstkontrolle nicht so komisch. Ja. Und da habe ich kein Prädikat gekriegt. Und ohne ein Prädikat konntest du diese Filme nicht verkaufen, weil der Kinobesitzer hat immer einen steuerlichen Vorteil gehabt davon. Ja, und das war ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, jetzt will ich nicht mehr. Dabei ist die Idee doch ganz witzig. Ja, na klar, heute wäre es kein Problem, aber damals war eine Sportverscheißerung ging nicht, ja? Ja. Das war nicht möglich. Ich hätte umschneiden müssen den Film, das wollte ich nicht und habe es dann auch gelassen. Ja, und dann wurde ich Kunsthändler. Ja. Das war's. Kurze Pause. Schon. Tja, im Augenblick fällt mir nicht so sehr viel mehr ein, Herr Gründer.